Die neue Corona-Verordnung lässt weiter auf sich warten. Erst am Mittwoch soll diese vorliegen, damit tritt die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen erst ab Donnerstag in Kraft. Davor war bis zuletzt auf Koalitionsebene verhandelt worden. Geplant ist dem Vernehmen nach und laut Verordnungsentwürfen, dass alternativ zur Maske und auf 3G zurückgegriffen werden kann. Die neuen Corona-Verordnungen hätten eigentlich bereits Dienstag Mitternacht in Kraft treten sollen. Zuletzt dürfte es aber noch an Details gehackt haben. Ein untertags gehandelter Entwurf sah eine Relativierung des von Gesundheitsminister Johannes Rauch angekündigten Comebacks der Maske in Innenräumen vor. Handel, Veranstalter und Nachtlokale könnten demnach statt der Maskenpflicht auch 3G vorschreiben. Laut APA-Informationen dürfte dieser Plan im Groben so auch umgesetzt werden.